Willkommen beim Hacker-Bildungsfernsehen. Die meisten von euch werden ja mit dem Begriff CCC irgendwas anfangen können. Die meisten werden dann auch mitgekriegt haben, dass der 32C3 gerade lief. Aber vielleicht seid ihr noch nicht dazu gekommen, alle Videos durchzugucken. Ich auch nicht, aber ich habe in sehr viele mal reingeschaut und ich möchte euch jetzt einfach mal meine persönliche Bestenliste präsentieren. Ja, dazu gibt es natürlich einen völlig uneigennützigen Blogpost auf meinem Blog. Drum heißt es auch Blogpost. Für alle die zu faul sind, die Videos rauszusuchen, können Sie einfach auf diesen Blogpost klicken. Das ist total praktisch. Fangen wir mal einfach mit den Klassikern an. Was ich mir jetzt hier erspare, ist Hacker Jeopardy. Ist sehr unterhaltsam, aber jetzt nicht unbedingt informationsgeladen. Könnt ihr euch selber raussuchen. Gibt es dieses Jahr wieder, wird es wohl nächstes Jahr nicht geben. Die Jungs alternieren inzwischen jedes Jahr. Auf der Liste Nummer 1, was nicht unbedingt heißt, dass das jetzt irgendeine Rangfolge ist, aber scheißegal, die FNOT News Show mit Frank und Fefe. Und die meisten werden schon wissen, was sie erwartet. Eine ziemlich humorige Hacker-Jahresrückblick-Verwurstelung. Schauen wir mal kurz rein in ein, zwei Ausschnitte. Hier zum Thema, wie Hacker das Fernsehen hacken. Ja, jetzt wollen wir noch mal kurz gucken, was haben denn Hacker alles so gehackt? Fernsehen, ja, kennen wir, haben wir gesehen, den französischen Fernseher TF5 Monde. Die waren komplett offline, so online und offline, ja, also offline. Analog und digital, sagen wir Und mal. digital. Und da fragte man sich dann natürlich, wie kam es denn dazu? Na, also da hatten wir diesen netten Herrn mit seinen Passwörtern im Hintergrund. Dafür brauchte der IS ganz sicher die Besten der Besten der Besten. Ja, das ist natürlich deppert, wenn man die eigenen Passwörter auf dem Fernseher gepappt hat, auf dem Fernseher, auf dem Monitor gepappt hat und dann ein Interview gibt. Hier vielleicht noch ein kleiner netter, süffisanter Ausschnitt. Zum Glück sind die bösen Jungs auch nicht so kompetent wie die guten Jungs. Ja, das haben wir eigentlich nur reingenommen wegen dem letzten Satz. Den lese ich mal vor, weil der so schön ist. Der Terrorplaner schoss sich dem bisherigen Ermittlungsstand nach nämlich versehentlich selbst in den Fuß und musste vom Rettungsdienst verarztet werden. Naja, was kann da schon schief gehen, nicht? Der nächste Punkt auf meiner Liste sind natürlich die Security Nightmares mit Frank und Ron. Sehr trocken, sehr süffisant. Gucken wir mal kurz rein. Dann anständige Schadensroutinen war die Frage. Und das ist ja hochinteressant, was sich da durchgesetzt hat. Man muss eigentlich sagen, dass sich bei den Schadensroutinen die Krypto-Trojaner durchgesetzt haben. Krypto locker. Ja, Krypto-Locker-Dinger. Die kennt ihr alle, ne? Die sind häufig genug in der Zeitung. Die fängt man sich ein, dann verschlüsseln die Daten auf der eigenen Platte und nachdem sie damit fertig sind, dann sagen sie, möchtest du deine Daten wieder haben, dann schicke Bitcoins an diese Adresse. Sozusagen Encryption as a Service. Das ist schon gut an sich. Noch interessanter finde ich den nächsten Schluss, und zwar wie Qualitätssicherung bei Schadenstrojanern, Verschlüsselungs-Spaßprogrammen funktioniert. Jedenfalls, diese Kryptolocker sind insofern interessant, als dass sie ja quasi auch das Seal of Approval des FBI haben. Also das FBI hat gesagt, wenn du so einen Kryptolocker hast, dann zahl halt, weil der durchschnittliche Kundensupport und die Kundenzufriedenheit ist hoch. Also wenn man zahlt, dann kriegt man tatsächlich den Entschlüsselungsschlüssel zurück. Und wenn man sich so anguckt, was so aus dieser der Malware-Analysebranche berichtet wird, dann sagen die halt auch so, ja, also wenn du da deinen Schlüssel verbummelst, so, dann gibt es halt richtig Ärger mit den anderen Anbietern in diesem Markt, weil da leidet ja die gesamte Branche drunter, nicht wahr? Nee, ich finde es beruhigend, dass es wenigstens im Bereich der Malware inzwischen eine gewisse Qualitätssicherung im Softwarebereich gibt. Was kann jetzt da noch schief gehen? Okay, einer meiner nächsten Lieblingstalks, wollen wir es Talks nennen, sind die Jungs von Methodisch Inkorrekt. Ist auf jeden Fall ein Podcast, der ein Ohr wert ist. Und die Jungs haben auch einen ziemlich hohen Anspruch an die Sicherheit bei ihren Vorträgen. Hier jetzt nur ein erster Ausschnitt, wo sie kurz erklären, was das mit Rückstoß auf sich hat. Oder doch? Ah, doch, startet. Und zwar, es gibt einen Moment, wo man genau weiß, okay, der wird sich gleich wehtun. Und zwar, warte, genau.
Moment. Eigentlich da schon, Moment. Aber spätestens jetzt. Genau. Naja, okay, das war jetzt eigentlich noch nichts, was die Jungs selbst gemacht haben, aber kein Problem. Ach ja, zum Thema Sicherheit. Da wollten wir auch noch mal kurz reinschauen. Wie viel Risiko genau möchten wir euch demonstrieren? Das ist eine Flasche. In diese Flasche werden wir eine Flüssigkeit füllen, die sich ausdehnen kann, richtig, wenn sie... Wir wurden übrigens vorher gefragt, so, ihr habt Stickstoff. Wir so, ja, aber nicht im geschlossenen Behälter. Wir so, ja. Ja, Physiker sagen dann so, ja, naja, was heißt geschlossen? Ja, genau. So eine Flasche kann man ja auch wieder offen machen. Ja, und damit ist eigentlich die hundertprozentige Sicherheit bei allen Vorträgen sichergestellt. Zum Beispiel auch bei dem Teil, den ich die Netzspannungsleuchtdiodenwurst nennen würde. Schauen wir uns den nochmal kurz an. Probieren wir nochmal. Wow! Also was die Jungs hier gemacht haben, ist eine Wurst an die Pole der Steckdose anzustecken und ein paar Leuchtdioden reinzustöpseln, die dann als Vorwiderstand fungieren. Don't try this at home. This is sucky dangerous. Ja, auch einer meiner Lieblingsvorträge, eigentlich immer ein ganz guter Kandidat, ist Martin Hase, Maha, der sich über die Sprache und Floskeln und auch so ziemlich den Bullshit-Talk von Politikern lustig macht. Hier ein kurzer Ausschnitt. Nochmal, das gleiche Thema, die gleiche Grundhaltung. Ich hoffe, Sie haben es erkannt, dass Sigmar Gabriel immer noch die Haltung hat, dass er den Export von Leopard-Panzern ablehnt. Es klingt nur etwas anders. 2011 waren es Waffen und die waren gefährlich für die eigenen Soldaten und Soldaten und überhaupt und eine dumme Idee. 2014, Sigmar Gabriel ist inzwischen in der Regierung, sind es Waffensysteme und ein Export lässt sich nicht mehr rechtfertigen. Muss aber regelmäßig überprüft werden, ob das noch stimmt. Sprache verschleiert hier sehr gut, dass er immer noch der gleichen Meinung ist, aber es inzwischen nicht mehr so richtig opportun ist, die so klar zu äußern. Okay, also auf jeden Fall ein Vortrag, der sich lohnt anzugucken. Auch die Vorträge der letzten Kongresse. Ich weiß nicht mehr genau, ob man 31C3 dabei war, aber nach Martin Hase zu suchen, macht auf jeden Fall Sinn. Das in dem Fall war jetzt aber Kai Biermann. Ja, der Vortrag Shopshifting könnte euch einige schlaflose Nächte machen und auch erklären, warum ich sehr ungern mit EC-Karten, jedenfalls mit PIN-System, bezahle. Aber hier jetzt nicht nur aus Sicht des Kunden werdet ihr ein paar Albträume bekommen, sondern auch aus Sicht des Händlers. Denn was hier gemacht wurde, jetzt also in diesem kurzen Ausschnitt, den ich anspielen möchte, ist, man besorgt sich so ein EC-Terminal, eBay zum Beispiel. Und was muss man jetzt eigentlich noch eingeben, damit man dieses Ding mit einem Zahlungsdienstleister koppeln kann? You just need a few parameters to configure your terminal as another one. And this is, at first, the service management password only service technicians should have. The second one is the terminal ID of your victim. And the last one is the backend port that is responsible for managing your victim's terminal ID. So the first one, how do we get that? You will simply Google and find it on the internet in some internal documents. This one is the same across all terminals of one payment processor. So completely independent of the model, every terminal you got from the same payment processor, the same password. So the second one, the terminal ID. As you have already seen, you can find it on every receipt and you can guess them as they are assigned incrementally. Second one. And for the last one, there are like 100 different possibilities, so just try them all and see which one of these 100 ports doesn't answer with a message saying, I don't know you. Also, was hier gemacht wurde, man hat einfach ein Terminal, jetzt sage ich mal, geklont. Man kann das dann anmelden und ja gut, was fange ich jetzt damit an? Hat ja keinen Sinn.
anstelle eines anderen Händlers zu bezahlen. Ja, aber man kann zum Beispiel bei einigen Terminals oder bei einige Händler können Prepaid-Karten aufladen. Das geht über diese Terminals. Oder ihr könnt einen Refund, also eine Zurückerstattung veranlassen. Und spätestens dann merkt ihr, hier ist Geld im Spiel. Also auch über ein Prepaid-Guthaben könnt ihr ja, wenn ihr eine eigene 0900er-Nummer generiert habt, wieder das Geld zurückbekommen nachher. Ist ein bisschen kompliziert und die Jungs erklären das noch so ein bisschen mehr im Detail. Aber so grundsätzlich, das könnte Probleme geben. Nächster, Quantenphysik und Kosmologie, da habe ich jetzt keinen Ausschnitt für euch. Guckt es einfach rein, also ein bisschen nerdig, aber sehr unterhaltsam und kompakt. Und das ist so wie so quasi Harald Lesch auf ungefähr eine Stunde. Also keine Folien, einfach nur da sitzen, erzählen und das Ganze etwas nett präsentieren. Windows 10 Botnet, das heißt jetzt nicht, es geht hier um ein Botnet auf oder unter Windows 10, sondern Rüdiger Weiß deutet darauf hin, was er von Windows 10 hält, von Microsoft im Besonderen, und dass eigentlich dieses Vorgehen an sich per Definition nur ein Botnet darstellt. Hier macht er sich ein bisschen lustig über Microsoft und über einen gewissen Patch, von dem eigentlich keiner weiß, wo er herkommt. Mit anderen Worten, vergessen wir mal wirklich die ganzen lustigen Witze. Wir haben jetzt die Situation, dass da von Microsoft bisher keine Erklärung kam. Es kam irgendwie keine Erklärung. Warum kam eigentlich da keine Erklärung? Heise hat angekündigt, dass sie nachfragen, ist aber auch nichts geworden. Ich habe inzwischen... Es ging über einen Patch, der relativ kryptisch eigentlich nur eine Zahlen-Buchstaben-Kombination der Erklärung war und bei dem es völlig unklar ist, wo er eigentlich herkam und wie der überhaupt durchgekommen sein könnte. Schaut euch das nochmal an. Er erzählt ziemlich viel sehr interessante Sachen. Ja, die Sache mit Dieselgate, hier auch kein Ausschnitt, macht eigentlich keinen Sinn. Guckt euch das im Detail mal an, aber der Talk wird schon ein bisschen nerdiger. Es geht hier um das Reverse Engineering der Software, die für die Abgasbereitung zuständig ist und warum es eigentlich klar ist, dass das nicht funktionieren kann, so wie es eingebaut ist. Was heißt nicht, das habe ich jetzt etwas unklar ausgedrückt, dass es eigentlich klar ist, dass das nicht zufällig so einfach mal passiert. Ich muss vorsichtig sein. Sicherheit von 125 kHz Transpondern. Ja, braucht ihr eigentlich im Detail nicht ganz angucken. Ich habe auch einen Teil übersprungen, weil es dann sehr nerdig. Wir können uns merken, diese Transponder, das sind die LF-Transponder, sind relativ unsicher, also ziemlich unsicher. Das wissen sogar die Hersteller. Ich bin in der Lage, tatsächlich einen Klon herzustellen. Wenn darüber hinaus möglicherweise bei der einen oder anderen Schließanlage die Daten auf dem Schlüssel nicht richtig gesichert sind, kann ich vielleicht sogar die Schließberechtigung erweitern. Das heißt, ich kann eben aus der Schließberechtigung eines Praktikanten die Schließberechtigung des Geschäftsführers machen. Auch das haben wir tatsächlich bei einer gewissen Anlage gesehen. Das war aber nicht eine Anlage, die auf Hightech-S basierte. Wir haben uns dann umgeschaut und haben geschaut, was gibt es sonst noch an Low-Frequency-Transpondern. Alle anderen Low-Frequency-Transponder, die wir gefunden haben, waren entweder schon gebrochen oder verwenden Verfahren, die wahrscheinlich genauso einfach zu brechen sind wie jetzt dieses Verfahren vom Hightech-S. Das heißt, die Low-Frequency-Transponder verfügen grundsätzlich nicht über genügend Energie, unserer Ansicht nach, um sichere Verfahren wie ein AES-Verfahren oder etwas Ähnliches einzusetzen. Eine Ergänzung noch? Ja, und es ist keine Möglichkeit nachzuvollziehen, wer es wirklich war. Wenn man dann die Hersteller konfrontiert, das vielleicht noch so zum Abschluss, und sich fragt, wie sie denn so ein Schießsystem verkaufen können, dann wird eben entweder geantwortet, ja, das war vor 7 Jahren State of the Art, oder und wir sehen keinen Grund, den Kunden zu informieren, dass das vielleicht heute nicht mehr der Fall ist. Oder man kriegt als Antwort, wir haben nie behauptet, dass das sicher ist. Wir machen keine Sicherheitssysteme, wir machen Zutrittskontroll- oder Zutrittsorganisationssysteme. Ja, wir haben nie behauptet, dass das sicher ist. Okay, also das ist so, das ist eine der großartigen Stellen dieses Vortrags. Und ja, damit möchte ich euch für heute auch schließen. Dieses Video steht wie alle Videos, die ihr auch vom 32C3 gesehen habt, unter Creative Commons Attribution 4.0. Deswegen gibt es auch keine große Abspannmusik.
Wie auch immer, lasst mir einen Daumen da oder auch nett, abonniert den Kanal oder auch nett und tut auf keinen Fall, was ich tun würde. Servus.